Hey yo, Leute, Gaming Office ist wieder back am Start. Heute ein kleines Video zu GTA Online mal wieder. Und zwar ein Exploit, ein Trick, kein Glitch. Ich werde es trotzdem noch als Glitch dazu schreiben, weil es eigentlich auch eine ziemlich einfache Methode ist, um an Geld zu kommen. Und man braucht halt wirklich gar nichts für den Exploit bzw. Glitch. Und zwar startet ihr, indem ihr einfach aus der Story aus oder vom Editor aus einfach hier online spielen und erstmal in eine Solo-Sitzung geht. So, in der Solo-Sitzung dann angekommen, geht ihr erstmal hier auf euer Interaktionsmenü und stellt euren letzten Spawnpoint auf letzter Ort und geht dann auf euer Stil und ändert einfach mal euer Outfit, damit unten rechts die Ladeschnecke gekommen ist. So, jetzt ist die Ladeschnecke unten rechts gewesen. Ihr geht nämlich hier auf der Map hin zu diesem Einkaufsladen. Ihr könnt nur den nehmen hierfür, also hier funktioniert es halt am allerbesten. Dann kommt, geht hier rein. Ich werde das jetzt hier auch nochmal als Text einblenden, was ihr machen müsst. Ihr nehmt jetzt eine Waffe, bedroht ihn, haltet die ganze Zeit L2 gedrückt. Und warten, bis er die komplett die Kasse leert. Ihr müsst so nah ran an den es geht und sobald die Kasse fast leer ist, boxt ihr ihn um, wenn die Kasse fast leer ist. Und dann müsst ihr rechts auf dem Touchpad spammen. Bei mir hat es jetzt nicht geklappt. Wir haben es jetzt $4000 bekommen. Wir probieren gerade den nächsten Try. Online, Editor. Und wieder in eine neue Solo-Sitzung gehen. Online spielen, Solo-Sitzung. Der Grund ist, wofür wir das in der Solo-Sitzung machen, weil erstens, ihr könnt nicht angepisst werden von irgendwelchen anderen random Spielern. Und zweitens, die Sitzungen laden viel, viel schneller als Online-Sitzungen. So, wir sind jetzt direkt wieder hier angekommen. Gehen wieder hier rein. Hello, you're my first customer. What are you doing? I just got So, ihr here. bedroht ihn. Ihr Okay, müsst die ganze Zeit, wie I'm gesagt, trying. L2 dauerhaft halten. Und dann geht ihr hier wirklich so nah, wie es geht, an ihn ran. Und sobald halt die Kasse komplett leer ist, drückt ihr einmal Kreis und spammt dann mit dem Steuerkreuz nach rechts. So, ja, ich habe ihn umgeboxt und dann habe ich Steuerkreuz nach rechts gespammt. So, jetzt seht ihr, ich habe $11.000 gemacht. Insgesamt gehe wieder auf Online, Editor und wieder in eine neue geschlossene Solo-Sitzung. So, und das ist jetzt halt wirklich ein Exploit oder eine Variante, wie ihr halt wirklich, ohne dass ihr irgendwas haben müsst, ihr könnt ja eine Waffe von der Straße aufheben. Oder ihr geht in Team Deathmatch, hebt euch dort eine Waffe auf und könnt sie dann in der Lobby benutzen noch. Also es ist wirklich eine Sache, die jeder machen kann. Und wenn man es auf die Stunde hochrechnet, kann man, glaube ich, ungefähr, jetzt ist nur grob gesagt, ungefähr $400.000 machen. I know the drill, okay? So, Calm wie down. gesagt, L2 halten, so nah an ihn rangehen, wie es geht. Wenn die Kasse auf ist, dann kann man noch mal ein Stückchen näher ran. So, jetzt ganz nah an ihn ran. Und wenn er dann alles Geld drinne hat, boxt ihn um und spammt Steuerkreuz rechts. So, ich habe jetzt $4000 gemacht. Und räume die Kasse nochmal leer aus. Und ich habe jetzt knapp 5.000-6.000 gemacht. Es waren vorher übrigens nicht 11.000, ich hatte noch was auf der Hand. Und wieder in den Editor. Und so könnt ihr einfach weiterhin die ganze Zeit Geld machen. Und es ist halt echt nicht schwer.
So, das war's dann von dem Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt rein, wie ihr das Video fandet. Haut da rein. Ciao.